Ich darf Sie zu unserem 5. Bad Bodacher Schultag ganz herzlich begrüßen. Und wir hoffen, dass wir wieder ein super Programm zusammengestellt haben, dass Sie was mitnehmen können, dass Sie sich heute etwas motivieren, um das morgen vielleicht in der Schule gleich umzusetzen. Dankeschön. Mein Vortrag heute beschäftigt sich mit dem Thema ADHS und Schule. Warum? Weil wir, also ich bin Kinder- und Jugendpsychiater in Potsdam in der Tageskinder- und Institutsambulanz, es sehr oft mit diesen ADHS-Kindern zu tun haben, die vor allem Probleme in der Schule haben. Von daher nachvollziehbar, dass der Austausch zwischen Klinik und Schule einen großen Stellenwert für uns hat und der dringend verbessert werden muss. Fernsehserie. Ich bin eher der Tagesthemen, das ist halt das Schöne dran. Und ich würde aber eben so zwei, drei Sortieraufgaben stellen. Ich bin der Uli Geisler, ich bin Diakon, Spiel- und Kulturpädagoge. Ich habe heute einen tollen Workshop angeboten, der hieß Pausenknüller, nicht nur Pausenfüller. Und da geht es mir vor allem darum, Lehrkräften Spiele nahezubringen, die sie auch selbst erleben können. Und ich habe mit viel Spaß, glaube ich auch, dass die Teilnehmer das so erlebt haben, eben da einige Spiele angeboten und mit den Teilnehmenden zusammengespielt. Also wenn wir schauen, wie Kinder reagieren auf eine bestimmte Situation, müssen wir uns immer bewusst machen, dass Kinder anders sind als wir. Hat jemand Kinder, die noch jünger als 5 sind hier? Ich habe gerade einen Vortrag gehalten über die Wirksamkeit von unterschiedlichen Lernmethoden für Kinder mit Lernschwächen und habe was erzählt, wie man die im gemeinsamen Unterricht in der Inklusion einsetzen kann, diese verschiedenen Methoden. Marion Bayer zusammen habe ich hier in Bad Rodach bei Werfritz für die Lehrer eine Einheit geleitet, 90 Minuten, Theater im Klassenzimmer, sprich Dramapädagogik, Drama in Education. Wie kann ich theaterpädagogische Mittel in meinen ganz normalen Schulunterricht, in meinen Lehrplan mit aufnehmen? Irgendetwas, was den anderen mit ins Boot holt, die schöne Vierebene ist das. Und dann haben wir folgende Formel. Wir leben sozial kompetent. Sehe ich, was für Gesichter, Farben, T-Shirts. Mein Workshop heute hieß Erfolg beginnt im Kopf, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es geht nämlich darum, dass wir überall Männer und Frauen brauchen, die soziale Kompetenz leben. Es geht über das Thema Status, was für einen Status habe ich als Lehrer vor der Klasse? Ist es ein Hoch- oder ein Tiefstatus? Wie ist mein Status nach innen? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie ist mein Selbstwertgefühl? Und wie wirkt es nach außen? So, bei wem hat es funktioniert? Wer ist weitergekommen? Wir kommen aus Thüringen, wir sind mehrere, das heißt das ganze Kollegium jetzt. Und was ich an den Workshops schön finde, dass man neue Impulse bekommt und Sachen, die man eigentlich schon weiß, wieder auffrischt.
Wir sind von der offenen Ganztagesschule in Wörth. Wir haben jetzt den Workshop Pausenknüller besucht und fanden das richtig toll, weil wir so Minutenspiele für unruhige Zeiten ohne große Vorbereitung, Aufwand und ohne Materialien oft gut in der Praxis brauchen können. Gerade für Lehrer ist es ja wichtig, permanent neuen Input zu finden. Und auf solchen Veranstaltungen kann man auch sich mit anderen Lehrern austauschen. Und wenn ich jetzt gerade den Kurs überdenke, den ich gerade besucht habe, kann ich da wahnsinnig viele neue Ideen für die Arbeit mit den Kindern generieren. Also ich weiß, beim Professor Grünke fand ich sehr interessant. Erstens mal nach ein paar Jahren, seitdem ich von der Uni weg bin, wieder mal einen Professor von der Universität zu hören. Das Gute daran war eigentlich an dem Vortrag, dass er alles, seine ganzen Lerntheorien auch belegen konnte, vor allem wissenschaftlich und empirisch belegen konnte. Und solche Veranstaltungen sind aus meiner Sicht eben auch wichtig, weil die einzelnen Schulen nicht die Möglichkeit haben, solche tollen Referenten, wie man sie hier hört, in die einzelnen Schulen zu holen. Das Schönste an dem Bildungstag neben den tollen Vorträgen ist natürlich, dass man Kollegen, die man schon länger nicht gesehen hat, hier einmal sprechen kann und kann Meinungsaustausch führen, was sehr, sehr wichtig ist für solche Tage.